herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar, jetzt mal weg von Customs und Reviews zu den neuen Planeten. Ja, fangen wir erstmal mit den Planeten an. Hier, das hier ist das, ja okay, das ist ein Asteroidenfeld, also ja, sieht eigentlich nicht schlecht aus, ist auch im Licht, also ich habe hier Licht derzeit, sieht nicht schlecht aus. Ihr merkt schon, das sind so Ersatzteile drin. Dann hier der Thai Bomber, wie es auch hier drauf steht, Thai Bomber. Tu es mal ab. Also ja, sieht gut aus. Kann man nicht viel mehr sagen, also ist ganz lustig. Dann noch zur Figur. Und zwar finde ich es richtig cool, was die gemacht haben. So, ja, hier gut detailliert. Auch das Gesicht von dem und so weiter. Würde es auffallen, gerade. Der hat keine imperialen Zeichen. Ja, und zwar, weil ich den als Spezialeinheit von den Klonen so sehe und den habe ich ein bisschen länger schon. Den habe ich halt dann mit Abdeckstiftes geschwärzt. Naja, hinten total Enttäuschung. Also, man hätte da wirklich. Also man hatte Potenzial, aber es leider nicht ausgespielt. Naja. Kommandopistole hier. Kommen wir zu Coruscant. Sieht nicht schlecht aus. Manche Sachen glitzern auch so. Hier noch so Nebel ein bisschen. Also das sind keine Kratzspuren, sondern Nebel. War schon von Anfang an da. Naja. Dann gleich mal die Republic Assault Ship. Ja, viel zu sagen. Also, hier sind die Triebwerke, Kommandobrücke. Naja. Was kann ich dazu noch sagen? Also. Aber gehen wir weiter zur Figur. Hier stand normal, also neuer Standardklon. Ja, werdet ihr da bestimmt kennen, also das war jetzt. Jep, und da ist Coruscant gerade runtergefallen. Klasse, naja. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Planeten findet. Ich finde, das ist einfach nur Geldverschwendung, Geldabzocke. Weil 13 Euro einen Klon mit einem Schiff, ich meine, ich krieg für 16 Euro zwei Klone und eine mobile Kommandostation.